Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Vivi's Supercard. Also es gibt Neuigkeiten, und zwar nämlich gestern Sonntag. Und zwar nämlich bin ich in einen neuen Level aufgestiegen, legendär, mit King Barrett mit Pro-Episch-Karte und Randy Orton Pro-Episch-Karte. Ich habe auch ein Ultimate Warrior als legendär. Und bei Road to Glory habe ich Bayley leider nicht mehr gekriegt. Heute beginnt auch Ring Domination. Also ich kann jetzt ein paar Spiele spielen, aber es geht nicht so lang wie das Wochenend-Special. Also bis jetzt habe ich noch gar keine einzige epische oder legendäre Diva gekriegt. Es ist schon zu schwer zu gewinnen mit Diva. Vielleicht habe ich ja Glück und wir kriegen jetzt eine. Also ihr seht hier Bayley und Bayley als Tag Team sogar. Also eigentlich könnte man das kombinieren, aber es ist schon sehr stark bei den Divas. Bald, also demnächst gibt es auch NBA Supercard, also die erste Episode. Nächst. Also ich bin mir sicher, oder ich werde es zumindest so einrichten, dass ich heute schon die erste NBA Folge rausbringe. Ja. NHL Supercard. Also okay. Werde ich auch heute einrichten. Vielleicht die erste Episode. Also Leute, ich werde dieses Video machen, bis ich eine seltene Karte kriege. Dann muss ich leider auch schon los.
So, vielleicht kommt er jetzt. Wer weiß, vielleicht noch Glück und ziehe vielleicht eine epische oder sogar eine Legendär. Obwohl bei einer Legendärkarte bin ich mir sicher, dass wir keine ziehen. Denn ich bin ja nur am Anfang vom Level von Legendär. Da sind die Chancen ja gering. Aber vielleicht haben wir Glück und ich ziehe eine epische Karte. Also ich werde spätestens nächste Woche den Ultimate Warrior in Legendär eine Pro-Karte haben. Nämlich vom Anmeldungsbonus. Ihr seht nämlich hier ein Ultimate Warrior. Und so, nämlich beim Anmeldungsbonus seht ihr nochmal ein Ultimate Warrior beim Anmeldungsbonus. Und so, nicht nach 28 Tagen. Jetzt zeige ich euch noch mein Deck. Also hier seht ihr Pro, Randy Orton Episch und Pro King. Ich zeige euch jetzt mal die neuesten Karten. Also hier die Pros habe ich euch gerade gezeigt. Und ein Ultimate Warrior Legend. Dann Sheamus als Pro ultra selten. Und Booker T. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Supercard. Und außerdem bringe ich ja jetzt demnächst, wenn ich Zeit habe, Supercard raus.